Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, auch wie Herr Nussbaum vorhin, auch hier bei Ihnen eine Premiere durchführen zu können für die Schweiz, ein neues Verfahren, eine Ultraschallmethode zur Dichtheitsprüfung. Ultraschall kennen Sie vielleicht vom Arzt, wenn der da so ein Gel, so eine Schmiere auf den Bauch streicht und werden Untersuchungen gemacht. Sie kennen es vielleicht vom Auto, von den Einparkhilfen, die da in der Stoßstange drin sind. Oder Sie kennen es ganz einfach vielleicht von Fledermäusen. Das ist das Prinzip. Es ist der Hörbereich anschließende, an den Hörbereich anschließende Schallbereich. Ultraschall können wir nicht hören. Er ist, wenn wir ihn in der Messtechnik anwenden, auch vollkommen ungefährlich. Das heißt, wir können ihn ganz, ganz oft immer wieder anwenden. Unsere Firma Sonotec, wie es der Name sagt, wir beschäftigen uns mit Schall, insbesondere halt mit Ultraschall. Wir setzen sehr, sehr stark auf die Entwicklung neuer Produkte in den Bereichen Medizintechnik, in den Bereichen der zerstörungsfreien Materialprüfung, aber auch in der Prüftechnik. Und damit haben wir eine Truppe bei uns, eine Business Unit, die sich mit dem Thema Lecksuche unter anderem in der Vergangenheit an Druckluftsystemen mit Maschinendiagnose, mit Kondensatableitern, Armaturenprüfung beschäftigt und in letzter Zeit, als das Thema Energieeffizienz immer eine wichtige Rolle spielte, auch mit der Dichtheitsprüfung. Im Rahmen einer europäischen Gemeinschaftsarbeit haben wir mit Partnern in Holland, aber auch hier in der Schweiz, unter anderem an dieser Methode gearbeitet. Für die Dichtheitsprüfung, Energieeffizienzbetrachtung, kennen Sie die heutigen Technologien? Sie sind Fachleute im Blow-Door-Bereich, Sie sind Fachleute in der Thermografie. Rauchkerzen ist auch bekannt. Wir haben ein Partnerunternehmen, das seit langer Zeit im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz unterwegs ist und die mitunter eben die Fragestellung hatten, wo sind Grenzen von einzelnen Verfahren und könnte man da vielleicht mit der Schallmethode eine Ergänzung, eine Verbesserung an bestimmten Punkten erreichen. Dem haben wir uns gestellt. Worauf haben wir Wert gelegt? Das Verfahren sollte einfach sein. Es sollte nicht so komplex sein. Es sollte auch in den Bauphasen als Qualitätskontrollmaßnahme bei Bauarbeiten nutzbar sein. Wir wollten darüber hinaus auch in dem wichtigen Bereich Brandschutz, Brandschutztüren, Brandschutzwände unterstützend wirken, weil das ein ganz wichtiges Thema in der Zwischenzeit bei uns in Deutschland und darüber hinaus am Bau ist. Natürlich aber auch das Thema Reinräume, Krankenhäuser. Was hier gelungen ist, das werde ich gleich zeigen, dass wir ähnlich wie bei der Thermografie die Ultraschallsignale bildhaft abbilden können, sichtbar machen. Und worauf wir auch Wert legen, das Verfahren soll relativ zügig und schnell gehen. Mit der sogenannten Prescan-Methode wollen wir an dieser Stelle eine sinnvolle Ergänzung zu den Verfahren Thermografie und Blow Door anbieten. Und es hat sich an einigen Stellen, das werden wir gleich sehen, bereits bewährt. Wie funktioniert das Ganze? Schauen Sie sich das bitte an. Ein Fenster. Hinter dem Fenster, auf dem Fensterbrett, auf dem Baugerüst oder direkt mit einem Vakuumspanner am Fenster befestigt, befindet sich ein Ultraschallsender.
Diesen Ultraschall hören wir nicht, aber er schallt kontinuierlich in den ganzen Raum Schallwellen ab. Von der anderen Seite geht man mit einem Ultraschallmikrofon die potenziellen Leckagequellen durch, das heißt Dichtungen der Fensteröffnung. Dieses Ultraschallgerät ist mit einem PC verbunden und sendet die gegebenenfalls empfangenen Ultraschallsignale von der anderen Seite, die durch die Leckagen hindurchkommen, an den PC weiter. Mit einer Kamera und einem verbundenen Tracker auf dem Prüfgerät finden wir dann eine Zuordnung des Ultraschallsignals mit der Intensität und der Position auf der Kamera. Das sind also im Wesentlichen die Komponenten. Dies ist so ein kleines Prüfgerät, also nicht viel größer als Ultraschallempfänger. Man hat den Sender, dieses kleine runde Bauteil. Man hat eine kleine Industriekamera und ein Notebook mit einer entsprechenden Software. In der Historie haben wir mit diesen Geräten bereits die Dichtheit von Fenstern geprüft, bestimmte Dichtheitskontrollen in der Vorfertigung von Baukomponenten durchgeführt, direkt in der Produktion. Das ist viel einfacher dort bereits zu machen, als später unter Stressbedingungen am Bau. Hier mal eine direkte Anwendung aktuell auf dem Bau. Hier werden große Fertigbaukomponenten zusammengesetzt und die Dichtheitsprüfung erfolgt, wie gesagt, auf der einen Seite der Sender, auf der anderen Seite der Empfänger und die Abbildung erfolgt dann über die Kameraaufnahme. So ein typisches Beispiel. Sorry. Der Kollege dort drin tastet also mit einem kleinen Stativ und dem Empfänger die Dichtungen ab. Dort oben sehen Sie ähnlich wie bei der Thermografie, die roten Bereiche sind eindeutig die Schwachpunkte, die Leckageortung erfolgt, also dort, wo der Schaum nicht richtig die Dichtung erfüllt. Das Ganze auch bei recht großen Türen und Öffnungen. Aber natürlich eben auch andere Anwendungen. Hier im Fahrzeugbereich. Also Methode noch einmal, der Sender befindet sich hinter der Tür. Die Undichtheiten in der Tür lassen den Schall hindurch. Schall ist an ein Trägermedium gebunden. Durch Vakuum geht kein Schall, aber eben Luft überträgt den Schall sehr, sehr gut. Und wo eine Luftverbindung ist, dort kann der Schall sehr, sehr gut hindurch. So, die Position des Mikrofons wird jeweils von der Kamera mit einem Tracker erfasst. Das ist so ein roter Leuchtpunkt, den die Kamera sehr, sehr gut sehen kann. Und jeder dieser grünen Punkte entspricht de facto einer Ultraschallaufnahme. Hier haben wir das mal dann in der Software-Auswertung. Unten sind die Ultraschallsignale. Das ist für den Praktiker dann eher uninteressant, sondern eher für Forschungsarbeiten. So sieht das
gescannte Bild aus und dann die Falschaufnahme, die Farbfalschaufnahme. Hier sehen Sie eindeutig, wo die Leckagen, wo die Undichtheiten an der Tür sind, nämlich eindeutig dort unten die roten Stellen im Fußbereich. Autofirma, teurer, ein sehr, sehr teurer Caravan, haben immer gesagt, unsere Türen sind dicht. Und die war auch sehr, sehr gut dicht. Aber normalerweise sind bei den Türen im Automobil die Scharnierbereiche, die Schwachstellen, die sind aber hier sehr, sehr gut dicht. Hier im oberen Bereich war die Dichtung nicht verklebt. Also ein eindeutiger Qualitätsmangel bei der Herstellung. Und da diese Caravans sehr, sehr teuer sind und auch an ein höherpreisiges Publikum geht, waren die natürlich auch sehr erfreut, hier eine Methode zu haben, um ihre Qualität zu verbessern und einzuhalten. Hier sieht man das mal bei einem Fenster. Man kann sowohl von innen als auch von außen messen. Das ist ein Vorteil der Methode. Im Gegensatz eben zur Thermografie haben wir keine Probleme mit Temperaturdifferenzen. Deshalb ist es eben möglich, das Verfahren über das ganze Jahr hindurch durchzuführen. Hier eine wichtige Fragestellung. Wir haben in Deutschland jährlich 20.000 Todesopfer in Kliniken, die durch Keime infiziert worden sind. Und die Frage, Keime zu beseitigen in Krankenhäusern, ist ein ganz, ganz großes Thema. Hier sieht man eindeutig an so einer Krankenhaustür, wo die Schwachstellen sind. Einmal wieder erwarten das Schloss und das zweite, der untere Bereich der Fußdichtung. Biotechnische Anlagen. Sicher ist die Ultraschallmethode nicht für Reinsträume geeignet. Da denke ich, braucht man andere Verfahren, die noch genauer sind. Aber für Personenschleusen da zu finden, für Reinräume im pharmazeutischen, im biotechnischen Bereich, ist das eben sehr, sehr gut. Und hier bei dieser Aufnahme sehen Sie im unteren Bereich, dass die untere Lippe der Tür keine gute Dichtung hat. Das kann also relativ zügig dann korrigiert werden. Es werden viele Gebäude renoviert, restauriert. Alte Fenster werden ersetzt durch neue. Das wird mitunter nicht sehr fachgerecht gemacht. Wir haben Beispiele an einem Schloss in Deutschland. Da war das alte Fenster besser als das neu eingesetzte. Und hier sehen Sie die Schwachstellen am Rand. Das Fenster an sich ist sehr gut gedichtet, aber der Einbau eben nicht. Ja, und natürlich eben auch bei sehr großen Hallen. Die Panel-Elemente Prüfung, wo hat man dort die Möglichkeit, schnell zu sehen, wo sind bestimmte Schwachstellen, wie vorhin gerade gesagt, eben auch in Kühlhäusern, sehr großen Kühlhäusern mit dieser Methode, das eben zu erkennen, dass die Schließelemente hier noch nachgestellt werden müssen.
Brandschutz, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Thema. Bei uns gerade in der letzten Zeit wieder viele, viele Brände entstanden und auch mit Personenschäden. Die Systeme, die im Home-Bereich, im Hausbereich werden immer komplexer, komplizierter. Deshalb sind eben die Baumaßnahmen und die Brandschutzmaßnahmen heute deutlich erweitert. Aber wenn sie eben nicht gut gemacht werden, wie in diesem Fall, nützt das eben nichts, ob das T30, T60 oder T90 ist. Ja, soweit ein kleiner Abriss dieses Themas. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie Fragen haben. Danke.